bin islamische systematische Theologin. Und insofern gehören die spezifischen Überlegungen und Forschungen im Bereich der Bioethik zunächst einmal nicht zu den grundlegenden Arbeiten, zu den grundlegenden Themen meiner Arbeit. Allerdings trifft man bei näherer Betrachtung des Themenkomplexes auf ganz grundsätzliche Fragestellungen, zu der auch die Theologie etwas zu sagen hat. Vorab ein paar Worte zur Funktionsverordnung von Theologie in den Referenzrahmen, in dem wir uns in Deutschland bewegen. Im Kontext einer säkularen Gesellschaftsordnung, in der, mit Niklas Luhmann gesprochen, Religion ein System unter vielen Teilsystemen ist, hat die Reflexion über Religion, also Theologie, die Aufgabe, aus der je eigenen Tradition Impulse der Orientierung und Anregung den Angehörigen dieser Tradition für individuelle Entscheidungsprozesse und der ganzen Gesellschaft als Beitrag zu einer entsprechenden Diskursgestaltung zur Verfügung zu stellen. Also Theologie, Reflexion über Religion hat zum einen die Aufgabe, Orientierung zu bieten für persönliche, individuelle Entscheidungsfindungen und hat auch die Aufgabe und Verantwortung für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, Themen und Anregungen zur Verfügung zu stellen. Ich werde jetzt im Folgenden vier Gedankenbausteine vorstellen und mit einem kurzen Ausblick abschließen. Die sind meines Erachtens für konkrete bioethische Fragestellungen zu berücksichtigen. Ich erhebe auf keinen Fall den Anspruch einer Vollständigkeit, vielmehr verstehe ich meine Ausführungen als eine erste Annäherung an das Thema aus einer theologischen Perspektive. Bioethik wird im Kontext Deutschlands im Allgemeinen als Teilgebiet der Philosophie eingeordnet. Der Gegenstand der Reflexion ist der Schutz des Lebens in Natur und Gesellschaft. Die sich daraus ergebenden Teilgebiete sind Medizinethik, Genethik und Naturethik. Fragen der Medizinethik stehen nun im Kontext dieser Fachtagung im Zentrum. Es geht um das Wohl des Menschen. Reflexionen über das rechte Tun, also über Ethik, siedeln sich aus islamischer Perspektive im Bereich der Ethik, Ilmul Akhlaq, und des Rechts, Fiqh. Die Frage nach den epistemischen Möglichkeiten des Menschen zur Erkenntnis gelangen und sich daran anknüpfende Fragen der Methodologie stellen sich auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie, der Usul-Fiqh. Sie weisen aufgrund des allgemeinen Charakters, was kann der Mensch wodurch wissen, eine ganz große Schnittmenge mit der systematischen Theologie auf. Aber nicht nur deshalb sind theologische Reflexionen im Kontext bioethischer Fragestellungen auch von theologischer Relevanz. Jeder wissenschaftliche Zugang ist kontextuell und damit nicht neutral bzw. objektiv. Vorannahmen prägen bewusst oder unbewusst das jeweilige Denken. Von daher ist es auch nur folgerichtig, dass die Deutsche Ethikkommission sich aus Medizinern, Biologen, aber auch Philosophen und Theologen zusammensetzt. Nicht nur, weil die Herausforderungen zu komplex sind und mittels eines wissenschaftlichen Zugangs alleine gelöst werden können, sondern auch, weil die Geisteswissenschaften einen Beitrag dazu leisten vermögen, die weltanschaulichen Blaupausen, auf denen naturwissenschaftliches Denken gründet, offenzulegen. Dies ist insofern von Relevanz, als dass erst das bewusste Offenlegen von Denklinien einen bestimmten Umgang mit ihnen ermöglicht. Vorannahmen speisen sich aus der Vergangenheit, die sich zu Tradition verdichten. Und dies führt mich zu meinem ersten und folgenden Baustein. Ibrahim Musa, ein zeitgenössischer Rechtsphilosoph und Theologe, gibt eine schlüssige Antwort, Argumentation für die Sinnhaftigkeit des Blickes in die Vergangenheit, indem er darauf hinweist, dass Texte der Tradition immer in unsere heutigen Interpretationsbemühungen eingewoben sind. Im Anschluss an Gadamer lässt sich formulieren, Tradition formt Vorurteile, die die interpretative Erschließung eines Textes beispielsweise prägen. Dabei ist Tradition nach Ibrahim Musa mehr als ein
Textkorpus, den man kognitiv zur Kenntnis nimmt. Er unterscheidet nach Muße, ist Tradition eine in den Körper und Geist eingeschriebene Haltung. Das ist eine dynamische innere Haltung zum Leben und zu sich selbst. Er unterscheidet also das Wissen über Tradition von der Tradition selbst, die als gelebte Tradition immer einem dynamischen Wandlungsprozess unterlaufen ist. Tradition zu rekonstruieren heißt demnach, die Verbindung zur Vergangenheit zu bewahren und zu erkennen, durch welche Diskurse die jeweilige Praxis und die jeweiligen Verstehenszugänge geprägt sind. Eine bewusste Rekonstruktion von Traditionssträngen, die die Sicht des Menschen auf die Welt und zu sich selbst prägt und damit sein Verständnis zur Welt, kann einen wichtigen Beitrag zur bewussten Gestaltung des eigenen theologischen Profils beitragen. Darin liegt die Möglichkeit, des Menschen begründet, sich im umfassenden Sinne zu bilden. Ich meine wirklich bilden im Sinne von Form. Gegebenenfalls über die Ablehnung bestimmter Ansichten, deren Kontextualität und Veränderbarkeit erkannt werden, oder durch die bewusste Aufnahme wiederentdeckter oder neuer Inhalte. Ich möchte dies an meinem zweiten Baustein einmal konkretisieren. Und zwar greife ich da zwei Diskussionsstränge auf, die sich auf das islamische Menschenbild beziehen und setze das im Kontext zu medizinethischen Fragestellungen. Die islamische Wissenschaft, die islamische Theologie hat sich als Wissenschaft maßgeblich durch die Übernahme griechisch-hellenistischer Anschauungen, Begriffe und Methodologien geformt. Eine Ausdrucksdifferenzierung zur islamischen Anthropologie nach Ibn Sina, gestorben 1037, dessen Schriften innerislamisch trotz Einspruch eine große Rezeptionsgeschichte aufweisen, basiert auf einer dualistischen Aufteilung. Er hielt, also Ibn Sina, hielt alle Theorien, die von einer Art von Verhaftung von Körper und Seele zueinander ausgingen, für falsch. Er unterstützte die Sichtweise, dass der Körper und die Seele keinsterweise in Beziehung zueinander stünden und folgt an dieser Stelle einer anderen Konzeption als seine Referenzquelle zum Thema, nämlich Aristoteles. Ein Grund für die strikte Trennung von dem, was Seele ist und von dem, was Körper ist, sah er darin, dass die Seele unsterblich und damit unveränderlich sei und der Körper hingegen Veränderungen unterworfen und somit vergänglich. Die Seele, so Ibn Sina, brauche den Körper zu ihrer Vervollkommnung nicht. Der Körper als reine Materie wird bei Ibn Sina rein passiv gedacht und funktioniert rein nach den Kausalitäten der Natur. Seine Nichtwertschätzung des Körpers spielte, salopp formuliert, quasi Al-Ghazali in die Hände, der, philosophisch und mystisch geschult, eine andere Sicht auf die Seele-Körper-Verbindung entwickelte. Der Körper ist nach seiner Forschung das Mittel, religiös formuliert das Reittier, mit dem die Seele zu Gott emporsteigen kann und daher zur Vervollkommnung der Seele nötig und wertgeschätzt. Das bedeutet nichts anderes, als dass nach Al-Ghazali eine Verbindung zwischen Körper und Seele angenommen wird und sie in Beziehung zueinander gedacht wird. Sie sind aufeinander angewiesen. Beide werden zwar verschieden voneinander gedacht, doch existiert nach Al-Ghazali eine Art spirituelle Kontinuität zwischen beiden, die darin gegründet ist, dass beide von Gott geschaffen sind, sowohl die Seele als auch der Körper. Im Hinblick auf Fragen der Bioethik kann das nun folgende Relevanz haben. Musa, den eben zitierten Musa, vertritt die Ansicht, dass die Untersuchungen von Rechtsgelehrten zu Organtransplantation, von Rechtsgutachten zu Organtransplantation, diejenigen Gelehrten, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem dualistischen Seele-Körper-Verständnis ausgingen, eher geneigt waren, die positiven Folgen des technisch Möglichen zu sehen, möglicherweise, weil der Körper nicht als das Entscheidende vor Gott verstanden wurde. Hingegen nahmen und nehmen die Gelehrten, die aller Wahrscheinlichkeit der Ansicht Al-Ghazalis folgten, eine gewisse Sakralität des Körpers an und sind eher zögerlich in Ansicht in Bezug auf Organtransplantation.
Argumentation. Diese Überlegungen werden jeweils in ihren Rechtsgutachten aber nicht zur Sprache gebracht und potenziellen Adressaten im Unklaren gelassen über den Hintergrund vorhandener theologischer und philosophischer Prämissen. Man könnte allerdings auf der Grundlage von Ibn Sinas Gedanken auch eine Missachtung des Körperlichen herleiten und damit ein mangelndes Interesse, Gesundheit und ein langes Leben als erstrebenswert zu halten. Genauso wie die Position al-Rasalis zu einer Vervollkommnungsbewegung des Körperlichen im Sinne einer Perfektionierung führen könnte, von der Vorstellung geleitet, dass ein umso gesünderer und besserer Körper auf bessere und vollkommenere Art und Weise zu Gott führen kann. Letztere Ausführungen sind nun rein spekulativer Art gewesen. Klar geworden, denke ich, ist aber der Punkt, dass es im Kontext von Medizinethik darum geht, sorgsam eine islamisch verantwortbare Anthropologie bewusst in den Diskurs mit einzuspeisen und ihn auch klar offen zu legen. Ich komme damit zu meinem dritten Baustein. Das islamische Recht hat zu Recht den Ruf, über Jahrhunderte lang hinweg sehr flexibel gewesen zu sein und mittels Texten aus der Tradition und bestimmten Methoden der Herleitung adäquate Antworten für zeitgenössische Herausforderungen zu finden. Eine vormals gegebene Kohärenz zwischen islamischer Jurisprudenz und Naturwissenschaften, zum Beispiel Sichtung des Hillel und Berechnung des Hillel in der schafitischen Rechtsschule als gleichberechtigt zu sehen, ist heute allerdings in dieser Weise nicht mehr gegeben. Also die Kohärenz zwischen dem, was theologisch gedacht ist und dem, was naturwissenschaftlich präsentiert wird, ist in dieser Art der Kohärenz, die es mal gewesen ist, nicht mehr so vorhanden. Der technologische Fortschritt der letzten 100 Jahre mit immer zunehmendem Tempo hat die Brücke zur traditionellen Form der Gelehrsamkeit immer schmaler werden lassen. Die Sprache der Naturwissenschaften und die Sprache des religiösen Rechts sind von einer erkenntnistheoretischen Entfremdung geprägt und Wege des Dialoges müssen neu gesucht werden. Es wäre an dieser Stelle zu überlegen, inwieweit die islamische Tradition, so wie sie zu einer bestimmten Zeit in der Geschichte griechisch-hellenistische Methoden und Begriffe übernommen hat, vor allem al-Rasali ist doch ein berühmtes Beispiel, dies analog in Bezug auf heutige erkenntnistheoretische Frameworks ebenfalls angehen könnte. Der klassische innerislamische hermeneutische Zirkel aus Koran und Sunna, also der Lebenspraxis des Propheten, der Vernunft des Analogieschlusses, und ich mache jetzt weitere Auffächerungen nicht auf, sie sind Ihnen alle zu Genüge bekannt. Des Ijmas, des Konsens, der Praxis, des Glaubens und der Theorie, aus all diesen ist der klassische islamische Zirkel, wenn es um Hermeneutik geht, zusammengesetzt. Müsste, um eine Anschlussfähigkeit an zeitgenössische Diskurse zu gewährleisten, um die einer autonom konzipierten Vernunft bzw. einer diskursiv konzipierten Vernunft im Anschluss an Kant und Habermas erweitert werden. Mithilfe dieser Vernunftkonzepte könnten die Ziele eines religiös-ethischen Rahmensystems, die als Schutz, die den Schutz des Lebens, der Vernunft, der Religion, der Nachkommen und des Besitzes bezeichnet wurden, so reformuliert werden, dass über eine strafrechtliche Konnotation hinaus, zum Beispiel Verbot von Alkohol, um die Vernunft zu schützen, so reformuliert werden, dass die Werte ganz grundsätzlich zu konfigurieren in der Lage gesehen werden. Also in dem Moment, wo ich den innerhermeneutischen Zirkel erweitere und Konzepte der Vernunft, bin ich in der Lage, die Werte, die in dem Abbas al-Sharia formuliert sind, so zu reformulieren, dass sie über den strafrechtlichen Kontext hinaus eine ganz grundsätzliche Wertschätzung und Bedeutung bekommen. Das ist meine These. Dabei bietet die islamische Tradition eine Fülle an Texten an, die eine Grundlage für ein sinnvolles Mitgestalten des Diskurses im Hinblick auf medizinethische Fragen im Kontext der Spätmoderne bereitstellen. Nützlichkeitsabwägungen stellen dabei nur eine erste, eher oberflächliche Betrachtungsweise dar. Verknüpfungen zum Menschenbild,
der Vision eines gerechten Miteinanders, wie es im Bezugssystem dient, was in sehr verkürzten Religionen übersetzt wird, wo Rechte und Pflichten miteinander abgewogen werden und alle Lebewesen einbezogen sind, sind Grundmarker eines ethischen Anspruches, zu dem das technisch Machbare sich verhalten sollte. Im Prinzip gilt es hier, den Impuls von Al-Ghazali aufzunehmen und die hochspezifischen Fachdiskurse dadurch wieder neu zu beleben, dass sie neu in eine dialogische Beziehung zueinander gesetzt werden. Recht ohne Ethik und ich möchte hinzufügen, theologische Bezugssetzungen kann schnell zu einem seelenlosen Formalismus werden, wie Al-Ghazali zu seiner Zeit diagnostizierte. Als Ausgangspunkt bietet die frühislamische Direktive eine stabile Basis, dass alles, was nicht ausdrücklich im Koran verboten ist, erlaubt ist. Die Erinnerung an diese Grundaussage ist nicht nur ein wichtiges Korrektiv gegen bestimmte salafistische und wahhabitische Haltungen, die dazu umgekehrt neigen, alles zu verbieten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Denn damit ist zunächst eine große Freiheit des Denkens und des Forschens gegeben und war eine der Grundlagen für den wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Aufstieg der islamisch geprägten Welt in der klassischen Zeit. Ich möchte in meinem vierten Baustein nun einen Aspekt entfalten, der sich den dahinter verborgenen Fortschrittsgedanken kritisch annähert. Also viertens zum Fortschrittsgedanken. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einen Gedanken von Ibrahim Musa aufgreifen. Er kritisiert den Philosophen Fukuyama, der einen hegelianischen Fortschrittsgedanken aufnimmt. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass aus der Geschichte, dadurch von einem Verständnis aus, dass die Geschichte der Menschheit auf ein klares und deutliches Ende als das Produkt aller menschlichen Erfahrungen hinausläuft. Unausweichlich zusteuert. Vor dieser Grundannahme ist Fortschritt, unter anderem bei Fukuyama, daher immer positiv konnotiert. Besonders dann, wenn dieser Gedanke mit religiösen Ideen einer endzeitlichen Utopie, in der alles gut sein wird, eine Symbiose eingeht, verliert die Reflexion über tatsächliche Inhalte und Folgen des Fortschritts seinen kritischen Impuls und wird in Gefahr, ideologisch überformt zu werden. Es kann sich dann verschärfen, wenn Fortschritt vor allem als wissenschaftlicher Fortschritt eng geführt wird. Mit Walter Benjamin plädiert Musa dafür, Fortschritt als Möglichkeit einer qualitativen Verbesserung zu sehen, die aber nicht automatisch angenommen werden kann. Fortschritt ist Ibrahim Musa janusköpfig, zweigesichtig. Er kann eine Verbesserung beinhalten, muss es aber nicht. Und allzu oft geht mit einem verbessernden Fortschritt eine Verschlechterung in anderen Bereichen einher. Gerade im Bereich des technisch Machbaren sind die Folgen für den einzelnen Menschen vielleicht noch abschätzbar. In Bezug auf Gesellschaftssysteme, die ein fragiles Miteinander darstellen, aber im Moment des Ausübens neuer Errungenschaften kaum abzusehen. Fortschritt kann also nur allzu oft erst im Nachhinein, erst im Rückblick auf Geschichte beurteilt werden und sollte der Redlichkeit halber sowohl der Stimme der Gewinner als auch der Stimme der Verlierer zu Wort kommen lassen, einen Raum geben. Neues Land zu betreten birgt Risiken voller unbekannten Gefahren und aber auch Chancen, Großartiges zu entdecken. Von Omar dem zweiten Kalifen und interessanterweise auch von Ali dem vierten Kalifen wird sinngemäß dieselbe Aussage überliefert. Sinngemäßes Zitat: Erzieht eure Kinder für die Zeit, in der sie leben werden und nicht für die Zeit, in der ihr lebt. Was kann vor diesem Hintergrund die Aufgabe der Theologie sein im Kontext der Fragestellung dieser Tagung? Und damit komme ich zu meinen abschließenden Schlussgedanken. Theologie hat die Ressource zu mahnen und Grenzen aufzuzeigen. Theologie kann aufrütteln, indem sie auf Fehlentwicklungen aufmerksam macht, die sie begründet. Die Worte von Omar und Ali weisen allerdings auch noch auf einen anderen Aspekt hin, in dem Rat, Kinder nicht für die eigene Zeit zu erziehen, sondern für ihre,
also für die kommende. Da steckt zunächst die ganz banale Einsicht dahinter, dass Geschichte dem Wandel unterworfen ist und die Zukunft nicht wirklich vorhersehbar oder bestimmbar ist. Der Satz aus der islamischen Geistesgeschichte weist darauf hin, der nächsten Generation die Fähigkeit zu vermitteln, sich auf das noch Unbekannte einlassen zu können, ohne sich ihm weder ausgeliefert zu sehen, noch ihm unkritisch zu folgen. Ein starkes Gefühl für das eigene Selbst und die Gemeinschaft und die gesellschaftlichen Strukturen, in denen man lebt, können wichtige Voraussetzungen sein, in großmöglichem Maße Subjekt der Entwicklung zu bleiben. Die Fähigkeit zur Urteilskraft, zur Gestaltung des eigenen Lebens sind dabei unabdingbar. Dazu kann Theologie einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.